irgendwie fehlt immer irgendwas. Die Mädels wollen immer irgendwas, was die Männer nicht leisten können. Ich kann es auf ein Wort zusammenbringen. Was wir nicht leisten können, ist sprechen. Ja. Wer ist auch schweigsam zu Hause? Wer ist zu Hause Kuh, sagt der Schweigsame? Du bist so eine Frau. Moment, also das geht nicht. Da geht meine ganze Geschichte jetzt nicht auf. Also die Notwendigkeit für dieses Lied war die. Ich habe gemerkt, ich rede zu wenig. Dann singe ich vielleicht ein bisschen mehr. Ich schreibe ein bisschen was, was mit Liebe und so. Naja, ich wollte mich nicht einschreien, aber ich wollte ein bisschen aktiv werden. Dann habe ich gemerkt, der Grund, warum Männer so viel schweigen, ist ja der. Vor vielen, 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 aber tausenden von Jahren ist der Mann ja, das wissen wir ja alle, jagen gewesen. Viel, viel jagen, damit die Familie zu Hause in der Höhle was zu essen hat. Das war aber so, das Wild ist ja jetzt nicht einfach so vor die Flinte gelaufen, weil da gab es ja keine Flinten. Man musste sich extrem lange überlegen, wie man das Mammut oder den Säbelzahntiger oder wie sie alle hießen damals zur Strecke bringt. Das heißt, die Jungs waren manchmal monatelang unterwegs. Immer auf Zehenspitzen, ganz leise, leise, also mit Reden war da nichts. Und das ist das Ding, wir haben einfach von dieser Jagd, die sind da nicht mehr rausgekommen aus dieser Phase, ja? Wir stecken da irgendwie immer noch drin. Aber, ich habe letztens ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr wie es heißt, auf jeden Fall sagt die Autorin da drin, Frauen müssen am Tag 20.000 Worte loswerden. Da freuen wir uns. Okay, und Männer nur 7.000. Und die kriegen wir wahrscheinlich auch nicht ganz hin. Also, da müsst ihr einfach noch warten auf uns. Ein paar tausend Jahre wird es noch dauern, aber zwischendrin gibt es immer so Tage wie diesen. Aktionen, die wir Jungs, wir haben vorhin uns mal kurz zusammen telefoniert. Ich habe gesagt, wie das laufen sollte. Ich habe mal kurz die Töne durchgegeben, wie die Jungs singen sollen. Und jetzt ist eine Sache, ich weiß, das ist sehr, sehr schwer für euch, meine Damen. Ihr dürft jetzt nichts sagen. Normalerweise, wenn ich es mache, sage ich so, jetzt bitte Jungs, singt mal das jetzt mit mir. Ich höre immer noch Frauenstimmen. Also Jungs, wie wir es geübt haben. Ich sing vor, ihr singt nach. Nichts kann schief gehen und es wird eine zauberhafte Nacht. Okay? Ich kenne nichts. Das so schön ist wie du. Ich kenne nichts. Das so schön ist wie du. Wenn ich mich angucken, scheiße. Ich kenne nichts. Das so schön ist wie du.